Insbesondere Auszubildenden und jüngeren Mitarbeitern in Buchhandlungen fehlen oft elementare Kenntnisse zu religiöser Literatur. Diese Ansicht vertrat die Geschäftsführerin der Vereinigung evangelischer Buchhändler und Verleger, Renate Neulte, anlässlich der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober. Gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte Neulte, das Wissen solle mit einem neuen Angebot aufgefrischt und vertieft werden. Die Vereinigung habe darum eine Roadshow Religion gemeinsam mit dem evangelischen und dem katholischen Medienverband ins Leben gerufen. Kooperationspartner ist zudem der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Geplant sind Seminare zu religiöser und christlicher Literatur sowie schwerpunktmäßig zu Bibelausgaben und ihren Besonderheiten. Zur Warengruppe Religion zählen unter anderem christliche Schriften, Gebet- und Gesangbücher, aber auch Nachschlagewerke, Biografien und Bücher zu praktischer Theologie. Es war ein Zufallsfund im Jahr 2004. Arbeiter untersuchten bei einem Kartoffelfeld außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem kaputte Rohrleitungen und entdeckten antike Treppenstufen. Eine archäologische Sensation. Die Stufen, wie sich herausstellte, sind Teil eines 600 Meter langen Weges, der im antiken Jerusalem als Pilgerweg vom Teich Schiloach zum Tempelberg diente. Zahlreiche Untersuchungen folgten. Mitte diesen Jahres wurde der südliche Teil des Weges, etwa 320 Meter, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Verantwortlich für die Ausgrabungen ist die City of David Foundation. Der Geschichtsschreiber Josephus sagt, dass vor 2000 Jahren rund 2 Millionen Menschen auf diesem Pilgerweg während der Pilgerreisen unterwegs waren. Das sind sehr viele Menschen, die ein Bad brauchten. In der Bibel wird von der Heilung eines Blindgeborenen im Schiloach-Teich berichtet. Forscher gehen davon aus, dass der Pilgerweg zur Zeit Jesu vorhanden war und dass Jesus selbst über diesen Weg zum Tempel gelaufen sein könnte. Die Straße war 3, 4 oder 5 Mal weiter, als was man hier sieht. Da gab es Geschäfte und Ställe entlang des Weges. Es war das Zentrum aus spiritueller Perspektive, aus kommunaler und auch aus geschäftlicher Sicht. Die Ausgrabungen selbst waren heikel, da die Statik der modernen Gebäude oberhalb in Gefahr war. Viele Stahlträger wurden eingezogen, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Eines der sensationellsten Funde waren historische Münzen mit der Inschrift »Für die Freiheit Zions«. Vermutlich stammen sie aus der Zeit vor der Zerstörung des Tempels durch die Römer. Forscher vermuten, dass sie für zukünftige Generationen geprägt wurden, um ihnen die Botschaft zu vermitteln, dass ihr Einsatz für ein freies Jerusalem nicht umsonst war. Eine Botschaft, die mit Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates Israel in Erfüllung gegangen ist. So C.F. Orenstein, internationaler Direktor der City of David Foundation, gegenüber CBN News.